Philosophisches Kopfkino. Was ist eigentlich Freiheit? Das Gegenteil von Gefangenschaft? Der Zustand zu tun und zu lassen, was man will? Eine ranzige Schnulze von Marius Müller-Westernhagen? Laut Lexikon die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen zu können. Die Autonomie eines handelnden Subjekts. Klingt erstmal ganz verlockend, doch mit der Freiheit ist das so eine Sache. Es gibt die Freiheit der Meinung, die Freiheit des Willens, die der Handlung. Die Freiheit, wählen zu dürfen, wen man möchte. Die Freiheit, zu zweifeln. Grundsätzlich lässt sie sich in zwei Lager unterteilen. Die negative und die positive Freiheit. Positive Freiheit? Ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt? Nein. Ein Pferd steht auf der Wiese und es gibt keinen Zaun. Das ist negative Freiheit, die Abwesenheit von Zwängen oder Einschränkungen. Es stehen ihm in alle Richtungen alle Möglichkeiten offen. Galoppieren, Gras fressen, in der Sonne rumlümmeln oder einfach einen dicken Haufen Pferdeäpfel absetzen. Aber erst wenn unser Pferd eine von den Möglichkeiten in die Tat umsetzt, sprechen wir von positiver Freiheit. Also ein Zustand, in dem man diese Möglichkeiten auch nutzt. Nutzen wir doch mal die Möglichkeiten. Ich wollte schon immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und sagen. Moment, was war das? Bin ich frei, wenn ich tue, was ich will? Oder bin ich dann asozial? Freiheit ist nicht gleich Anarchie. Jede Art von Freiheit kann als Gutes nur innerhalb eines Wertesystems funktionieren. Ja, genau. Jetzt wird es kompliziert. Wir schimpfen auf konservative Christen, die uns Kondome verbieten wollen, Turban tragende Dönerhändler und Leute, die sich immer noch Phil Collins im Radio wünschen. Sind solche Leute etwa weniger frei? Musste der Irak befreit werden? Müssen wir Kettenraucher dazu zwingen, sich erst 10 Meter vom Bürogebäude eine Kippe anstecken zu dürfen? Oder einer Muslima im öffentlichen Dienst den Schleier verbieten, nur weil wir sie als unfrei wahrnehmen? Freiheit macht ganz schön unfrei, intolerant und überheblich. Wenn Sie das nicht glauben, dann versuchen Sie bitte mal mit Schlips und Anzug in einem von autonom besetzten Haus Herberge zu bekommen.